Die Religiosität von Sternatia wurde jahrhundertelang von der Anwesenheit des Dominikanerklosters Heiliger Maria aus Sikasse gewidmet charakterisiert. Er liegt in der Mitte der Ortschaft und ist ein der ältesten Dominikanerklöster. Er wurde von den Brüdern zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert eingerichtet. Während der Reform von Napoleon wurde er geschlossen und in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts wurde er renoviert und wiedererrichtet. Danach wurde er definitiv gestrichen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, während der Herrschaft von Joachim Murat, als die napoleonischen Gesetze verwirklicht wurden, wurde der Kloster konfisziert. Äußerlich scheint das Gebäude schlicht und mächtig. Die wunderschönen Balkons und die große Loggia unterbrechen diese Stränge zusammen mit dem mächtigen Eingangsportal, von der Dekoration aus Bossenwerk verziert. Im Inneren kann man den reizenden und hellen Kreuzgang des Klosters bewundern, der in der Mitte von der Anwesenheit des Budeals charakterisiert ist. Der Palazzo ist heute Sitz der Gemeinde und der Büros der Steuerbehörden von Sternatia. Neben dem Kloster liegt die Dominikanerkirche, die sich dank der feierlichen Fassade und feiner Dekorationen unterscheidet. Über dem schönen Portal ist das religiöse Wappen der Dominikaner, wo ein Hund eine brennende Fackel in seinen Kiefer hält. Im Inneren gibt es einen einzigen Saal, wo man die schmückende Baukunst des 18. Jahrhunderts der Terra d'Otranto bewundert, die von den Seitenkapellen von eleganten Hauptaltar hervorgehoben werden. Die Kirche Heiliger Maria aus Sikasse bewährt in ihrer Ikonografie die Schönheit und die Eleganz der Dominikanergebäuden von südlichen Apulien auf, als die religiöse Kunst von den Brüdern für die Katechese und die Bekehrung des Volks verwendet wurde.